3 ist fertig. Wir haben den hinteren Teil des Kranes gebaut. Wobei ich sagen muss, gerade am Heckteil, wo die zwei Gewichte eingebaut sind, hoppla, aber man sieht, das hängt schon extrem nach hinten. Ich hoffe, dass das noch ausgeglichen wird, wenn ich vorne den Rest dazu baue von dem Kranen. Ansonsten, ja, sehr viel Kleingefuddel, sehr viel Zahnräder da drin. Also so wie den Lego, ja, Entschuldigung, nicht Lego, sondern Kada richtig Spaß macht vor lauter Technik. Ja, aber so soll es letztendlich sein. Da ist noch richtig Technik mit drin verbaut. Zahnräder über Zahnräder. Das macht richtig Laune. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nichts Großartiges, irgendwie Nachteiliges zu berichten. Es passt wieder alles, es schnappt wieder alles anständig ein. Ein riesen Aktuator ist hier mit dabei. Wir werden sehen, ob er dann die Kraft auf auf den Arm ausbringen kann. Ja, ansonsten werden wir dann mal jetzt zu Schritt 4 übergehen.